Endstelle. Vormittagshitze. Die Landschaft ein Standbild, das einem vorher gleicht oder nachher. Der Bussard überließ sein Leben der Thermik. In nächster Nähe der Stille halten sich Laute auf. Eine Misteldrossel summt, ein Zaunkönig rasselt, ein Rotkehlchen knattert, das Signal eines Eisautos irgendwo am Horizont. Erstens, Turnschuhe tragen. Zweitens, Umhang kürzen. Auf die ein oder andere Weise lernte man immer dazu. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Die Packtaschen lagen im Schatten. Das Feuer brannte nieder. Hathaway spuckte eine Gräte aus und trank Wasser nach. Zwielicht kam auf. Die Vögel hörten auf zu singen. Es wurde still. Nur das leise Platschen vom Fluss her, wenn ein Fisch sprang. Sams stopfte seine Pfeife. Hathaway starrte in die Glut und versicherte seinen zahlreich erschienenen Zuhörern, dass der Mann, der durch den Regen ging, ohne nass zu werden, keinen Schirm hatte. Das war es ja. Er brauchte keinen Schirm. Das Wasser perlte einfach so an ihm ab. Jemand fragte, wie bei einem Fisch. Und Hathaway antwortete, genau, wie bei einem Fisch. Aber er war kein Fisch, er war ein Mann. Es heißt, er ist aus Deutschland gekommen und hat gedacht, er wäre was Besonderes. Aber ein Fisch war er nicht. Die Leute nannten ihn What is that? Also, What is that läuft durch den Regen und wird nicht nass. Und dabei ist er kein Fisch, aber sehr angebildet. Und schaut herunter auf die Leute, die durch den Regen gehen und nass werden. What is that? Ihr werdet nass, wenn ihr durch den Regen geht? Seht mich an. Ich gehe durch den Regen und bleib trocken. Und wenn es noch so schifft, ich bleib trocken. So war er. Kein Fisch, aber er hat gestunken wie ein alter, verwester Fisch. Grauenhaft, sage ich euch. Er konnte sich ja nicht waschen, der What is that? Das Wasser ging nicht an ihn. Auch nicht, wenn er in den Fluss stieg. Widerlich, wie der gestunken hat. Keiner wollte ihm nahe kommen. Niemand wollte was mit ihm zu tun haben. Aber er merkte es nicht. Er war zu beschäftigt damit, durch den Regen zu gehen, ohne nass zu werden. Und wenn er doch mal was bemerkte, sagte er, What is that? Ich kann durch den Regen gehen, ohne ihr wisst schon was.
Und wenn ihm einer über den Weg gelaufen ist, der aus dem Regen kam mit tropfendem Hut und triefenden Kleidern und Regentränen im Gesicht, ja, da hat er triumphiert. Ha, 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 what is that? Du bist ja patschnass. Sieh mich an! Aber er war immer allein. Er hatte niemanden, mit dem er reden konnte. Keiner hat ihm zugehört. Niemand wollte wissen, wie es ihm geht. Was hatte er davon, dass er durch den Regen laufen konnte? Gar nichts hatte er davon. Aufs Dach des Hauses stieg, flogen ein paar Riesenvögel in diesem ewig seufzenden Wind heran und über mich hinweg. Raubvögel, die sich kaum zu halten wussten im Wind. Oder es schien nur so. Der Wind ist natürlich der Mistral. Und die Vögel legten sich in diese Windflut, ließen sich abdriften. Dann suchten sie sich wieder einzuhängen mit Flatterbewegungen, die schon fast Klimmzügen glichen. Es wird für sie ein Vergnügen gewesen sein, denke ich. Zwei flogen nah und niedrig über mich hinweg. Weiß nicht, warum mich diese Himmelsfreiheit mit eisiger Lust erreicht und erfüllt. Früher war das nicht so. Ich mochte das Physische der Vögel nicht. Aber das Himmlische ist für mich jetzt wie eine Droge. Etwas mich Umstülpendes. Ein Glück. Seltsamer Mut, den du mir gibst, alter Stern. Leuchtest allein bei Sonnenaufgang, zu dem du nichts beiträgst. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. So, raus.